Sollen wir die, soll die zusammen auslöschen und dann in der Mitte clashen? Nö, das. Hallo. Und herzlich willkommen so bei einem weiteren Part. Ich mache jetzt die Anmoderation von Wurm 2, damit Corny mir die letzte Runde geklaut hat. Ja, ich habe gerade eben noch gesagt, ich klaue ihm die nicht, aber. Dann kannst du jetzt für Discord-Werbung machen. Das ist deine Aufgabe. Oh, nee, komm, bitte. Dann habe ich die Anmoderation nicht gemacht. Dann mache ich ja für Discord. Geht auf unsere Discord. Vorbei. Genau. Das ist richtig, also, dude, ja, das könnte doch mal ein Meme werden mit der Discord-Werbung. Ich glaube, ich gehe hin wegen den Fraktionen hier und werde keine Fraktion hingehen. Und wenn ich sehe, eine andere politische Partei hat diese Provinz hier, ober sie gar nicht erst. Mich würde mal interessieren, Leute, ob jetzt gerade Skip ja wirklich immer noch so mad ist zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, ihr seht das Ganze eine Woche später. Skip ist richtig mad auf mich durch seinen Wahlkampf, den ich gerade torpediere. Ich bin ein Arsch. Conny, erzähl uns, warum torpedierst du seinen Wahlkampf zur vierten Amtszeit? Ganz einfach. Guckt euch das Massaker, also das Fiasko an von der dritten Amtszeit, was er alles geopfert hat. Für eine einzige Sache, die er vorgebracht hat. Er hat Eisen geholt. Das war wichtig. Jetzt können wir Prinkaps rekrutieren, aber... Oh, du wirst angegriffen, nehme ich an, oder? Nein, ich verhandle mit Sparta. Ich überlege, ob ich für 1000 also, den Krieg beende. Nee, ich töte sie. Dafür sind zu viele Lyra gestorben. Genau. Ja, wo wir gerade beim Thema gestorbene Leute sind. In Scipions Amtszeit, in seiner einen Amtszeit, sind 10.000 Römer gestorben. In meinen zwei Amtszeiten sind nur 3.000 gestorben, ja? Und Städte wurden verloren. Da wurden ganz viele noch vergewaltigt. Richtig. Er hat insgesamt 5 Städte verloren. Zweimal davon dieselbe. Er hat Brundisium zweimal verloren. Hey, wie kann man denn eine Großstadt verlieren? Tja... Er hat durch den Bürgerkrieg 3 verloren und dann hat er Brundisium zurückerobert, ja. In einem verlustreichen Schlacht total beschissen gekämpft und dann kam Epirus und hat ihm die Schlacht wieder weggenommen. Ja, dann sind die weiter marschiert nach Cosentia und haben Cosentia eingenommen. Und jetzt kommt das Beste. Er hat danach Brundisium wieder eingenommen. Ja. Und dann wurde Apollonia von den Illyrern eingenommen, von RDA. Und dann hat Makedonien mit Epirus eine Konföderation gemacht und jetzt gehört Cosentia Makedonien, mit dem wir nicht im Krieg sind. Geil, oder? Es ist so anstrengend, Conny, immer wenn man dir zuhört, wird es anstrengend. Ach ja, und 2 Fullstacks von den Bürgerkriegsnationen sind auf dem Weg nach Rom. Das hört sich aber echt nicht gut an. Ja. Und er hat insgesamt 3 Armeen verloren, komplette Armeen. Also ich rede nicht die Verluste, die er über die Zeit gesammelt hat. Er hat insgesamt 3 Armeen wirklich verloren. Eine Flotte, eine Armee und noch eine Armee. Und vor allem die eine, ohne irgendwas zu töten. Naja. Das war die Amtszeit von Scipion. Erfolgreich. Ja, sehr, sehr erfolgreich. Siegesführend. Ja. Möchtest du das? Also daran sagen? Sollte sich mal Merkel ein Beispiel abschneiden. Danke, Scipion. Ich danke Merkel, danke Scipion. Wir haben erstmal einen Krieg, meinetwegen, lass es Frankreich sein. Wir sind am Gewinn. Dann bricht ein Bürgerkrieg in Deutschland aus. Bayern spaltet sich ab, NRW spaltet sich ab. Und Baden-Württemberg, Juhay, die 3 wichtigsten Bundesländer sind weg. Oh, shit. Ja, genau. Bauen eigene Armeen auf, marschieren nach Berlin. Währenddessen wird ein Sklavenaufstand unterdrückt. Vor allem, weil Sklaven total normal sind. Frag nicht, woher der kommt. Er sitzt im Leiharbeiter, meinetwegen. Ein Leiharbeiteraufstand. Genau, ein Leiharbeiteraufstand. Währenddessen kommt dann Polen, marschiert in unserem Gebiet ein, nimmt Mecklenburg-Vorpommern ein und Schleswig-Holstein. Wir können Mecklenburg-Vorpommern zurück einnehmen und Polen schließt sich Russland an. Juhay! Und schon haben wir eine Situation, die exakt genauso ist. Nein, stimmt nicht. Theoretisch gesehen müsste Scipion auf See noch eine ganze Armee von Deutschland nach Polen schicken, sagen wir nach Danzig, und die wird unterwegs von Piraten versenkt. Diese Zusammenfassung ist einfach Gold wert. Ja. Ich feiere es mega. Ja. Ja, Conny, erzähl doch weiter. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Das war zum Glück ein Ende da. Die armen ganzen Römer, die gestorben sind. Ja, es sind 10.000 gestorben. Eieiei. Ich hab gerade mal ein Drittel verloren. Ja, stimmt. Du bist ein guter Mann, Conny. Und das, obwohl du ein Kriegstreiber bist. Ich habe keinen Krieg begonnen. Doch, ich habe den mit Syrakus begonnen. Siehst du, Kriegstreiber. Ich wurde als Kriegstreiber bezeichnet, bevor ich den ersten Krieg begonnen habe. Wir wurden angegriffen und ich habe uns verteidigt. Nee, Kriegstreiber.
Ich habe für mehr Wohnraum im Osten gesorgt. Im Süden gesorgt, meine ich. Conny, sind wir uns nicht beide einig, dass du ein Kriegstreiber bist? Nein, sind wir uns nicht. Doch. Finde ich gut, dass du endlich einsiehst, wie es wirklich ist. Ja. Du willst natürlich selbst profilieren, weil dein Wahlkampf jetzt auch diese Woche begonnen hat. Ja, normal. Aber das, die Sache ist, zu diesem Zeitpunkt habe ich mein Video noch gar nicht gemacht. Ich weiß selber nicht mal, was vorkommt. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Yes. Yes, das ist die Art von Wahlkampf und Publishment, was ihr haben wollt. Ja, genau. Das ist genau die Art und Weise, wie wir das handhaben. Setz to me, Lord. Conny, machst du jetzt auch mal was in deinem Leben? Ich mach das schon. Ich drück halt meine zweite Elite-Armee an und dann werde ich Sparta gegen die Wand nutzen. Ich hab gerade eben einen Kyra eingenommen. Läuft bei mir. Oh, läuft bei dir. Du bist echt näher, als du sein solltest. Ja, und ich schnapp mir gleich Mazaka, dann hab ich die zweite Eisenprovinz. Und läuft bei dir. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt ein paar scheiß Politik-Sachen machen. So, ein entferntes damit gezeigt, Anzeichen von Größe. Nichts daneben, er wird's schon selber schaffen. Ist das so? Ja, der ist nicht blöd, wenn er... Also er muss es schon selbst schaffen. Sonst ist er blöd. Ganz einfach. Denke ich mal davon aus. So, Xenophon. Jetzt haben wir Diospolis zurück. Oh, geil! Dann gehen wir da mal rüber, dann können wir nächste Runde Geld klauen. Kaufmensch, what the fuck? Ich dachte, ich krieg doch noch gar keine Boni. Achso. Mal sehen, wann Samosata fällt. Dann kann ich mir die Stadt auch noch holen. Bin ich happy. So, in Bithynia et Pontos sinkt die öffentliche Ordnung. Ja, juckt mich nicht. Medien. Ist positiv. Galatia Cappadocia ist negativ. Na gut. Okay, dann spare ich das Geld einfach mal. Und bauen irgendwann anders weiter? Ja. Nein, ich kann jetzt bauen. Cool. Bauen wir einen Tempel. Was man nicht alles für Happiness tut. Ja, Conny will immer eine eine zufriedene Bevölkerung, weil sie eh schnell sterben wird in seiner Herrschaft. Was erzählst du für eine Scheiße? Bei Skipper würden sie alle sterben. Ja, bei dir auch. Was? Von wegen? Was? Ich doch nicht, ich Kriegstreiber. Warte mal, kam der Kriegstreiber-Mythos nicht eigentlich von dir? Nein. In meiner ersten Amtsphase, wo du mich als Kriegstreiber schon nein. Bist, obwohl nein. Ich einfach nur uns verteidigt habe gegen die Etrusker? Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Nein. Ich habe das gar nicht angefangen. Ja, die Zuschauer. Ey, die sind schon wieder da. Was ist denn das für eine Scheiße? Wer genau? Die Aorsui, schon wieder. Aber vielleicht kann ich dir wieder Frieden anbieten. Die gönnen sich. Ja, die gönnen sich hart. Freigabe, öffentliche Ordnung plus Moral, Einheiten für Führung. Wow. 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 Grimms hat ein positives Ereignis. Also nicht, dass es gleich noch gut läuft bei mir. Gibt es eigentlich schon wieder neue Armeenamen bei dir? Hast du überhaupt noch auf Armeenamen geachtet? Oh, nee, habe ich nicht. Immer, ich kam ja nicht dazu, wenn Silvester und Party und Familie und Ja, immer dieses scheiß Silvester, ich kenne das. Ja, man, immer dieses private Life. Oh, mich würde mal interessieren, wie sehr mich eigentlich die Pergamonen lieben. Meinst du, Hauptsache, ich habe plus 75 durch Abkommen mit Pergamon und minus 82 durch Abkommen mit Seleukiden und Krieg mit Galatien. Sehr geil. Ja, Galatien war der Verbündete von Pergamon. Durch mich dreht sich gerade das ganze Gefüge. Oh nee, Sparta rekrutiert spartanische Obliden. Mit Silbermoral. Mit Silbererfahrung. Ja, oh, nice. Nee. Läuft bei dir, wa? Mega. Tatsächlich. Stimmt, Sparta hat ja den Bonus, dass sie so viele Erfahrung bekommen. Ja. Für spartanische Soldaten. Tja, jetzt hast du ein kleines Problem. Wenn die Armee wirklich mal voll wäre, mit Full. Also mit. 6 oder 8 spartanische Obliegen, das ist wirklich ein Problem. Ja, ich greife da in 2 Runden an und dann nehme ich eine ganze Menge gute Söldner mit. Ja, nice. Und dieses Mal auch deutlich mehr Kavallerie. Das war eine Schwäche. Ich habe echt gedacht, dass eine Truppe reicht, aber ich hätte mehr haben sollen. Wobei teilweise ist auch behindert, Spartanen den Rücken zu schatschen, die töten dich dabei. So, sie schatschen königliche Spartanen den Rücken, jetzt töten sie dich von 2 Seiten. Ja. Das ist so behindert, vor allem auch in Honor-Battles. Wenn eh schon alle Einheiten erschöpft sind, rasten die Obliden erst richtig aus, ne? Dann sind die im Phalanx, du kreist die von allen Seiten ein. Ey, das juckt die nicht, ne? Nein, Antiochia ist an Abatea gefallen. Die Abatea, was geht denn mit denen ab? Ja, die machen hier gerade auch extrem viel Landgut in Mesopotamien.
krass. Die haben Hardra schon eingenommen, aber ich bin mit denen auch relativ gut eigentlich. Ich habe jetzt auch Athen verprügelt, die Odrissen, einfach weil die Odrissen sich. Also wenn die Odrissen ihr ganzes Reich selber kontrollieren, hungern sie tatsächlich. Geil, oder? Ja, nice. Also wenn man sein Reich vollständig hat, dann funktioniert es nicht. Good job. Ich weiß aber schon, wie ich das mache. Ich werde gleich einfach die Stadt belagern und eine Armee daneben angreifen. Dann kämpfe ich erstmal nur gegen die Hälfte. Weil die belagerte Armee darf ja gar nicht helfen. Ey, die Garnison, zweiter spartanischer Obliden. Alter, haben die eine Armee da. Junge, diese spartanischen Garnisonen sind so behindert. Ja, die sind echt OP wahrscheinlich, oder? Ja, wegen der spartanischen Obliden in der Kaserne. Und für spartanische Piken. Mann, ich will eigentlich mal Zeit nehmen, aber ich weiß, dass ich dann dort die Region verliere. Egal. Nee, doch nicht, ich hatte nur drei Einheiten drin. Ja, geil. Ja, geil. Ja, ich habe jetzt zwei Eisenregionen. Ja, nice. Ja, läuft bei mir. Unnachgiebige Streiter fürs Gut. Bin ich schneller. Das brauche ich hier auf. Ich will diese Stadt von Athen plündern. Ich werde Sparta und gleich plündern aus Prinzip. Ich werde alle vergewaltigen. Ich werde das Das ist der richtige Ansatz. Ich werde das spartanische Geschlecht einfach auslöschen. Das ist so klar, es hat noch zwei Regionen. Nice. Das wird später einfach nicht geben. Lol, die wollen wirklich Frieden. Wer? Galatien? Galatien, ja, die sind so am Arsch. Die belagern tatsächlich Nikomedia gerade von den Ponten. Ja, wirklich? Das sehe ich gar nicht. Ui. Aber und was soll das? Mit 10 mal weniger Männern als die Ponten haben und das ist eine Großstadt, also weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Oh nein, die kappadokische Rebellenarmee hat verkackt, ey. Fuck. Nehmt aber endlich Samosata ein. Das haben die königlichen Sküten sich eigentlich der Spielstart schon mal bewegt? Ja, sie haben Syrakena eingenommen. Und sie haben auch Olbia eingenommen. Ende. Ja, genau. Ende. Einfach nur Ende. Ach komm, Conny, lass mich Spaß hatte. So, jetzt spielen wir mal hier Orsoi Frieden an. Sie wollen schon wieder Frieden haben, ey. Oh, die geben dir jedes Mal Geld? Ja. Und die klären dir jedes Mal schnell in den Krieg? Ja, irgendwie schon. Alle 10 Runden gefühlt. Ach, ist das behindert. Ich bekomme schon wieder 1500. Ist das dumm. Ist das Ich werde niemals dumm. Den Krieg erklären. Nie nee, im Leben. Das ist einfach nur behindert. Ja, geil. Nee, Conny, da will ich nicht mit dir reden. Die geheime Finanzquelle. Nee, ich will nicht reden. Du bist doch nur neidisch. Ja, ich bin total neidisch. Ich muss schon husten davon. Ja, das siehst du. Aber jetzt kann ich endlich meine Goldprovinz hochleveln. Nice. Wobei, wenn ich gleich Makedonien verlasse, dann geht die öffentliche Auto in den Bach runter. Ja. Nee, euch greife ich noch nicht an. Die wahren Griechen. Ist der Gen schon wieder aufgelevelt? Mittlerweile schon Level 5. Wow, als Maul, ey. So ein Level 5er Gen ist schon nice. Mein Super Gen aus der anderen Familie ist leider gestorben. Oh. An Alter. Ja, stimmt, der war doch in der anderen Partei. Ja, da war ich in meiner und dachte sich, yo. Jo, abtrünnig. Ich bin weg. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Ja, nicht mit dir, mein Freund. Ja. Nein, ich trete nicht den Krieg gegen Ägypten bei Odrissen. Warum immer du Athen den Krieg erklärt hast. Jo, jetzt ist die Großstadt gefallen. Jetzt geht der Kreis wieder los. Aber Athen hungert im Gegensatz zu Odrissen. Ja, die Odrissen ja auch nicht, weil wenn sie eine Stadt verlieren, dann haben sie ja kein Nachwuchsproblem. Lol, die Galater hauen immer weiter ab. Finde ich gut. Rekrutierung, Reitkunst. Aber sie machen nicht mal verbrannte Erdtaktik. Traurig. Ey, als ob ich die Armee da jetzt nicht sehe. Doch, jetzt. Alter, diese spontanen Sturmtiten immer. Ja, so eine Scheiße aber auch. Ey, Pontos muss mich echt lieben. Finde ich gut. Gut, da ich jetzt offiziell auf Pontos Seite bin, muss ich eigentlich auch noch die Chimera platt machen. Naja. Naja, kann schon mal passieren. Hab ich ja, wenn ich das ganze Schwarzmeer habe, wird es schwierig mit einer Invasionsflotte durchs Schwarze Meer durch, oder? Das stimmt. Aber ohne Witz, ich krieg plus 15 öffentliche Ordnung hier mittlerweile in meiner Hauptprovinz. Das ist doch super. Ja. Ich will ja bald mal. Ich dachte, ja. Ich habe Discord stumm geschaltet. Hast du nicht? Eigentlich schon. Eigentlich? Eigentlich, aber uneigentlich auch. Lol, Ägypten scheint jetzt doch den Kampf gegen Kusch zu gewinnen, finde ich gut.
Ja. Ein bisschen Erfahrung ist hier geblieben. Erstmal Gold zurückhalten für die dieser Hin- und Herwechsel gerade mit den Städten passiert sich auch mit den Seleukiden. Die nehmen immer wieder in andere Regionen ein. Ja, das ist so, die KI ist echt so doof, da irgendwann mal einen Cut zu setzen und zu sagen, das ist halt die KI, die fokussiert sich mehr auf Städte als auf Armeen. Das war ja mal am 1. noch anders, da haben sie aber eh gejagt. Ja. Ja, das sollte man eigentlich mal ändern bei der KI. Man kann ja die Prioritäten setzen eigentlich, im Mod. Ja, sagen wir so, es macht ja auch deutlich mehr Spaß, wenn man halt diese Schlacht natürlich durchgehend Stadtbelagerung spielt. Ja. Das ist ja das, was viele aufregt in Worm 2. Weil die Städte haben ja auch große Flächen, was ich wiederum geil finde, das passt optisch einfach voll rein, vor allem wenn du was baust. Ja, das war eine der Sachen, die mir am meisten gefallen hat, als das Spiel rauskam, dass man die Städte sieht, dass wenn man die erweitert, die auch größer werden, dass man das einfach sieht, so den Fortschritt, ne? Vor allem, dass Barbarenstädte einfach anders aussehen. Vor allem Pella ist einfach eine Barbarenstadt. Das sieht man auch selten. Das ist fast schon eklig, weil ich gerne Makedonien spiele. So, jetzt wo ich offiziell Galatien gefickt habe. Die haben noch eine Region. Kann ich mal gucken, wie sie sich mit Pontos schlagen? Lol. Pontos steht daneben und rekrutiert. Aber die Garnison ist heftig, die sie haben. Alter. Ja, da haben sie. Meinst du mal die Komedia? Ja, genau. Die ist Hammer, ne? Also die Galater machen da gar nichts. Nee, die verlieren ja nicht mal Männer, die Komedia. Die kapitulieren nur irgendwann, weil es so hart wird für die. Ja. So, jetzt bin ich mit Pontos richtig dicke. Finde ich gut. Ja, ich habe das Seleukidenbündnis gerade gestärkt, finde ich gut. Boah, wie Sparta einfach immer noch rekrutiert. Alter, Pergamon hat schon Städte in Syrien. What? Ja, Pergamon. Die haben Tyros. Sollen wir die zusammen auslöschen und dann in der Mitte clashen? Nö, das schaffe ich schon vor dir wahrscheinlich. Denkst du? Naja. Ja, dann ist dein Reich ab 5-mal größer als meins. Ich glaube, ich werde voll verlieren. Hilfe. Scheiße, Adi. Ja, kann passieren. Judo. Ich muss mal schnell meine Invasion von Italien vorbereiten. Ich werd die Römer in einem Rutsch töten. Die dürfen nicht irgendwie anfangen zu rekrutieren in Rom mit so 10 Einheiten pro Runde. Dürfen die gar nicht erst anfangen. Ja, ich bin jetzt zu einem Punkt, wo einfach alles von selbst läuft, ja, also. Ja, das bin ich noch nicht, das ist halt das Problem. Ich bräuchte halt eigentlich mal ganz Makedonien und Hellas und dann läuft das alleine. Ich meine, ich habe jetzt schon 13 Regionen. Eieieiei. Ich nehme jetzt gleich die nächste ein, wahrscheinlich noch diese Folge. Ich habe neun, Hilfe. Und da muss ich schauen, ob ich auf Pergamon mich schmeiße, weil Pergamon ist so zersplittert in Syrien. Und Pontos ist einfach mal zwischen mir und Pergamon, deswegen kann ich einfach seelenruhig ihre Städte erobern. Und danach mich nach Pergamon widmen. Hm. Wieso habe ich Iconium erobert? Bin ich bescheuert? Die muss ich niederreißen. Ach, fuck, du Opfer. Ja, Mann. So richtig. So, erstmal Getreidegruppe bauen. Und Runde beenden. Wie Conny einfach Runden beendet, der Boy. Ja, Mann. Ich habe so viel Kohle. Nö. Weil wie ist das eigentlich momentan mit unserer Alpha-Version? Welche Sachen genau funktionieren in der Kampagne nicht? Also warum sollte man damit nochmal nicht Kampagnen spielen in der großen? Wir haben noch gar nichts hinbekommen. Nein, ich meine generell, wenn man den Mod anhat, gibt es irgendwelche Probleme mit der Kampagne? Weil die Profile ändern sich ja alle. Das wäre eigentlich von Nutzen. Der Text ist noch ein Problem, wir müssen den mal neu machen. Was für ein Text? Ne, die ganzen Texte. Einheitentext und sowas. Das fehlt noch. Also rein funktionsmäßig könnte man ihn spielen. Aber ich meine jetzt auch, wenn man keine Nation reinpackt. Rein funktionsmäßig funktioniert, aber die ganzen Localization-File ist noch nicht mehr up to date. LOL, ich habe mal Zucker verloren. Wie das? Wie ist das passiert? Okay. Alter, ich kämpfe gegen so viele spartanische Obliden. Er hat 10, 12 spartanische Obliden rekrutiert. LOL. Na gut, ich habe dann wohl gleich Fuck! Warum kommt die andere Armee denn nicht so weit ran? I fuck myself. Oh no! Meine andere Armee kann ihn nicht angreifen! Die können sich nicht einmal unterstützen! Was ist das denn? In den Kampf. The moment when Grimsel knew he was fucked up. Ich bin sowas von fucked up gerade. Gorgasplättnerin gibt's ja seltener. Wie haben sie das hinbekommen, dass Bataka auf einmal gefallen ist? Die haben die Stadt ja nicht mehr angegriffen. Naja, gut. Muss ich mir Eisen zurückholen. Ist ja mal sowas von behindert. Ich krieg die Armeen gerade noch so nebeneinander. Ich muss Athen jetzt auch unerlaubt betreten. Ist ja mal der größte Kack. Eieiei. Du hast echt Trouble mit Sparta, oder?
Ja, die eine Armee kann sich fünfmal weiter bewegen als die andere. Das habe ich halt echt nicht kommen sehen. Ja, ich lasse mich jetzt angreifen. Die Schlacht wird richtig behindert. Ich weiß jetzt schon, dass ich heulen werde. Ist schon wieder so eine Schlacht wie letztes Mal, oder wie? Ja. Ich helfe dir gerne, mein Freund. Ach, wie gütig. Gerne. Wie gütig. Du bist viel zu gütig zu mir, Corny. Naja, manchmal muss man halt tun, was man tun muss. Manchmal muss man tun, was man tun muss. Oh Mann, das wird echt nicht lustig und ich brauche erstmal nichts. Ich gucke mal, wie viel Geld ich danach die Runde nochmal für Söldner brauche. Ey, ich dachte, ich belagere die Stadt und greife mit der anderen Armee dann an. Oh, mein Agent hat sich noch erfolgreich bewegt, obwohl das nicht so ist. Nein, meine Spionin ist tot. Ich hatte noch natürlich genau diejenige, die gerade ins Ziel war. Geil. Ja, das freut einen doch. Naja, dann kann ich jetzt die anderen hinschicken. Und könnt ihr mal deine Runde bitte schnell? Ich will wissen, was Sparta tut. Wenn die mich in ihren drei Armeen angreifen, wird's lustig. So, ich habe neun Spion. Also dann wird's echt lustig. Zack, hau die weg. Eieiei. Ei, nächste Runde sowas von Rebellion. Ey, wie sie das hinbekommen haben, ist echt fraglich. Gut. Dann locken wir die aber mal nach Iconium. Eieiei. Ach ja, meine Armee könnte ich noch weiter rekrutieren. Ja? Oh, Conny! Ja, Grimse, ich habe was zu tun hier gerade. Sorry. Wobei, ich vergleiche mit deren Profil mit meinem. Die spartanische Oblige mit den lyrischen. 47, 26, 15. 40? 27. Also, ich glaube, mein Speerschaden ist sogar deutlich besser als das einige. Speerschaden 22,6. Und er hat einen von. Ja, 22,4 tatsächlich. Ah, ich kann es nicht nachgucken. Muss ich so nachgucken? Na, ich habe nur normalen Angriff mehr. Also, durch die Rüstung kommen wir beide gleich. Er hat einen deutlich besseren Angriff. Gucken wir jetzt das Wichtige: Sturmangriff 27, Nahkampf 78, 80. 22, 52, 111. Also, meine Rüstung ist seiner halt deutlich überlegen, aber sein Nahkampfabwehr mit 78 ist halt. Tja, Grimse, ich würd sagen, wir kochen den Part heute beenden. 26, ja, können wir. Aber ich muss noch ein paar Kleinigkeiten gerade machen. Junge! Also, ich bin ihm zahlenmäßig überlegen, das ist immer der einzige Vorteil, den ich hier noch habe. Grimse ist so richtig mad. Ich werde ihn mich chargen lassen, ganz ehrlich. Soll er mich chargen? Alter, wie viel Geld ich euch. Selekin bekommen. Ich werde immer Blütenphalanx dann sein. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld. Grimse, sag's mir. Schenk's mir. Nee, das ist zu einfach. Give me all your money. Ach, ich baue jetzt eine Blütenkaserne. Dann kann ich Karte. Ist das, was du willst, Conny? Are you sure? Nicht wirklich, nein. Ich muss endlich mal Systeme in meine Provinzen einbauen. Ich habe die jetzt nur so gebaut, dass ich halt. Dass sie zufrieden sind, dass die Geld einbringen ein bisschen und, naja. Die sind halt alle noch so ein Mischmasch. Ich brauche mal irgendwann wieder eine Friedenszeit. Ja, das wäre auch mal. Also, ich würde Friedenszeit machen, wenn ich hier die halbe Welt habe. Ja, ich habe ein Battle. Nice. Dann würde ich jetzt den Part beenden, oder? Ja, genau. Machen wir auch. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt auch mal in die Kommentare rein. Nächste Folge gibt es eine schöne Hinterhaltsschlacht gegen die Galater. Du wirst angegriffen? Ich werde angegriffen, ja. Und warte, hast du den Hinterhaltvorteil oder eher? Ich habe den Hinterhaltvorteil. Eieiei. Du bist lustig. Mit meiner Bogenschützen-Kaff-Armee. Eieiei. Ja, ich meine, die ganze Armee besteht nur aus freien Herbern und fünf Steinschleudern. Ja, dann sollten wir vorsichtig sein und das machen. Willst du deinen Gen am Anfang reinjagen oder zu gefährlich? Ich warte. Das sehen wir im nächsten Part, Leute. Wir können die Steinschleuder jagen, ja, genau. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.